Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. So, der fährt natürlich jetzt erstmal dem anderen da hinterher auf Feld 35 war das. Da darf der erstmal hinterher tuckern und ich habe hier vergessen, den Hof einzustellen. Deswegen ist der abgebogen. Deswegen ist der abgebogen, der Kollege. Ah, jetzt ist mir es auch klar, ne? Also, war meine Blödheit. Aber gut, passiert. Ja. Ich sag's ja mal so. Seid ihr ja nicht anders gewohnt von mir. Diese kleinen Fehlerchen. So, einmal noch zu P2 fahren. Aber da vorne sind wir schon den Drescher auf, ja, auf Kurs. Sage ich jetzt mal. So. Dann haben wir den hier drin in der Wartung. Das ist ja auch schon mal wieder so ein ja, kleiner Meilenstein, sage ich jetzt mal. So. Komme ich da vorne eigentlich raus? Ja, ja, müsste ich rauskommen. In der Theorie müsste ich rauskommen. Wunderbar. So. Einmal anstellen. So, hier sind wir jetzt an dem hier dran. Der Lexion ist angekommen. Das finde ich ja super ohne Feld 15. Ich möchte Feld 14. Weil das... Ja, das können wir theoretisch auch schon direkt laden, den Kurs, weil den habe ich ja schon generiert. Das heißt, der kann hier direkt loslegen. 35 haben wir auch schon den kurzen Dreschkurs, richtig? Nein. Natürlich haben wir den nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Müssen wir das ehrlich sagen, ne? Das wäre viel, viel zu schön gewesen. So. Erstmal gibt es hier ein bisschen Hopfen. Ey! Sacré bleu. Gucken, dass wir hier irgendwie hinkommen. Irgendwie müssen wir hier hinkommen. Kein Kurs. 9 Meter, ein Fahrzeug, zwei Vorgewände. Passt. Sehr schön. 35, Kurs speichern. Dreschen. Ja, ich bin jetzt aus Versehen auf den Shortcut gekommen, um die Aufnahme zu pausieren. Ich bitte um Entschuldigung dafür. Ich habe es leider erst gemerkt, und zwar zu Ende der Aufnahme. Ja. Ist es doof gelaufen? Euch fehlt jetzt einfach ein kleiner Teil zwischendrin. Aber das passt. Also ihr habt verpasst, dass ich auf der 35... Nein, das habt ihr noch gesehen. Beim Kurs generieren bin ich drauf gekommen. Beziehungsweise beim Speichern. Genau. Dann haben wir ja hier oben haben wir noch den anderen LKW stehen. Sogar genau getroffen, ne? Hei, hei, hei. Ich kann ja da oben rausfahren. So, Drescher P3 angekommen. Das ist... Ja, gut. Sehr gut für uns. Ich würde jetzt einfach mal noch am Hof vorbeifahren. Ja, Palettenlager abladen. Da, das klingt doch gut. So. Klick, klick. Einmal noch kurz gucken, haben wir für die 36 schon den kleinen Kurs? Wir haben einen Häckselkurs. Was soll hier der Geiz? Den laden wir natürlich. Ist ja sonnenklar. So, dann sind wir hier schön der Lavendel.
Bodentextur. Und der legt hier los. Lavendel ernten, da kommt jetzt auch gleich noch ein Abfahrer dazu. Da kommt dann gleich noch der Abfahrer dazu. Wir werden gar nicht so weit gehen übers Menü, da kann ich ja schnell hinlaufen. Hier an den Abfahrer. Und hier gucken. Oh ja. Haben jetzt ziemlich gut den Komposter leer gemacht. Ist ja auch schon mal sinnvoll. Boah, da kommt der Abfahrer entgegen und fast hat es jetzt geknallt. Heieiei. So, Hopfen hat schon wieder 17% im Tank. So. Der andere ist unterwegs nach Hause. Der ist angekommen. Da müssen wir gleich einsteigen und den ein bisschen wegfahren. Des Weiteren haben wir dann noch die Werkstatt zu tun. Ja, die Folge widmet sich jetzt eher mal so ein bisschen wieder der Wartung und alle Fahrzeuge ein bisschen on track bekommen. Nenne ich es jetzt mal, dass wir alle wieder wissen, wo der Hase langläuft. So, erstmal hier abladen. Wir brauchen ja wieder ganz, ganz dringend Kompost in der Düngeproduktion, dass wir einfach wieder Dünger herstellen können. So einfach ist es. So. Und dann muss ich jetzt mir noch einen Überblick verschaffen, oder nicht jetzt, sondern demnächst einen Überblick verschaffen, was wir wo noch zu tun haben auf den Feldern, beziehungsweise was wir wo ansehen wollen. Da wir ja August haben und wir können ja Weizen wieder ansehen und ich glaube Gerste können wir auch schon wieder ansehen. Und wir haben natürlich unsere Felder, die wir jetzt abgeerntet haben, haben wir auch noch ein bisschen Arbeit drauf. Ja, es war nicht so viel, aber es ist immerhin Arbeit, die auch gemacht werden muss. So. Okay. Wieder habe ich mich so gut hingestellt, dass ich in der Werkstatt gebackt bin beim Aussteigen. So, und siehe da, wir haben noch 500.000 im Anhänger. Ja, da kommt der andere hier hochgefahren. Lass mal dem natürlich hier den Platz, dass er da lang fahren kann. Wir laden erstmal den Kompost ab. Wunderbar. Wunderbar. So, die alle dürfen wir natürlich jetzt auch einmal noch durch die Wartung jagen. Also auch die beiden, wo hier stehen. Die beiden LKWs. Klar, wir könnten auch erst sagen, wir machen den Separator, aber ich möchte erst das Wasser fahren. Weil beim Wasserfahren haben wir auch eins. Nur ein Eintrag. Upsala. Ich habe jetzt gedacht, es wären mehr Einträge, aber egal. Egal. Ist so. So. Erstmal hier anstellen. Und wir haben bestimmt Wasser eingelagert. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich das Wasser jetzt immer wieder gelöscht habe. Weil wir hier einfach so eine wahnsinnige Lagerkapazität haben. Rohöl können wir einlagern. Gärreste habe ich eingelagert. Ja, gib mir mal die Gärreste hier. Da ist wieder ein bisschen. Oh. Hier nicht gut runter eingelagert, glaube ich. Ja, da haben wir sie wieder einmal komplett gefüllt wahrscheinlich. Ah, ich habe vergessen, die BGA wieder umzustellen. Ich glaube, ich habe doch wieder vergessen, die BGA umzustellen. Ja, da stand es schon wieder auf Direktverkauf. Na gut. Da gibt es jetzt erstmal wieder ein wenig ja.
Obwohl sie läuft wieder ein bisschen länger, ohne dass wir was dazu tun müssen. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, eben ist einmal hier Flüssigdünger haben wir, Milch haben wir eingelagert. 272.000 Liter Wasser. Das ist auch ein Wort. Ah, Tiere Nahrung zum Beispiel. Ja, Brauerei Hopfen, aber ich ernte ja gerade Hopfen. Also wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn ich da direkt hingehe und den Hopfen, den ich ernte, ja auch hinbringe. Beziehungsweise muss ich hier oben gucken. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Ne, warte mal, das ist ein Tick weiter unten, glaube ich. So, hier Hopfen. Wir haben 400.000 Liter Hopfen eingelagert. Ha. Ich glaube, dann wäre es sogar sinnvoll, das erstmal zu lassen. Moment, müssen wir da dann rausfahren. Wasserzellstofffabrik. Et voilà. Fährt der schon mal los. Upsala. Eba. Also ja. Da können wir wieder nur von der einen Seite hier richtig einsteigen. Drescher P4. Der fährt da hinten los. Also sind wir auf jeden Fall noch vor dem dran. Das passt. Ne, du müsst nicht durch die Werkstatt. Sehr schön. Das gefällt mir. So was, da wir hier noch 0,9% haben, bevor ich jetzt hier sinnlos warte, drehen wir halt einfach kurz um und können direkt nochmal durchfahren durch den Trigger. Ja, das ist so ein, ja, ich sag mal, kleiner Trick. Das ist so ein kleiner Trick. Upsala. Da wieder einparken ist auch immer so eine Kunst für mich. Na gut. So, auf jeden Fall haben wir hier die Steine. Und wenn der jetzt ja gewartet ist, haben wir für den ja auch schon die nächste Aufgabe. Und zwar Feld 42. Da warten wir eigentlich nur drauf, damit er das fertig pflügt. Dass wir hier dann auch schon wieder direkt in den Startlöchern stehen. Und wir haben schon wieder sehr, sehr gut gearbeitet, dass wir hier ja, ein paar Fahrzeuge wieder vom Hof haben, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. So, Drescher P4 ist für mich eine reine Info. Das ist gerade da hinten. Okay, jetzt wird es so ein bisschen ruhiger. Ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt mal über die Felder und schauen da mal nach. Was muss dann da noch gemacht werden? So. Feld 1. Kann ich schon mal direkt ausschließen. Weil da müssen wir noch einmal düngen. Das nenne ich einfach nur Mineral. Damit ich das weiß. 2 und 3 müssen wir ernten. So, halt die nächsten Schritte. Die 3 habe ich auch. Dann haben wir 4, 5, 6, 7. 7. 7 müsste doch eigentlich soweit ready sein. pH-Wert okay. Ja, das können wir noch akzeptieren. 7 und 8. Mal ganz kurz hier vorbeigucken. Die 8 sollten wir kalken. 7. Ist ja dann säen, die 8 kalken plus säen, die 9, 9 müsste glaube ich auch düngen sein, Mineral, die 12 ist Mineral, die 10, die 11 und 12. Mal ganz kurz hier vorbeischauen. Die 11 und die 12 ist Mais. Und das wäre dann Häckseln. 11 und 12.
Häckseln, 13 wieder Mineral und upsala, 14. Da gucken wir jetzt einfach mal ganz kurz dran. Ist der hier fertig? Sieht zwar ein fleckig aus, aber das passt schon. Wenn ich hier gucke, Stickstoff ist perfekt. Der ist eigentlich überdüngt. Also alles gut. Das heißt, der darf dann zur 40 fahren. So, aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.